Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und in diesem Video will ich euch die typische Fehlerquelle zeigen, die man beim Displaytausch machen kann und wie man sie vermeidet. Hallo Christian, kannst du uns kurz sagen, was man bei einem Displaytausch beachten sollte und was für alle Displays gilt? Ja, grundsätzlich ist es so, dass man das Gerät halt am besten komplett stromlos macht, heißt Netzteil weg, wie immer, und am besten auch der Akku raus, wenn er dann von außen zugänglich ist, oder halt abstecke auf dem Mainboard. Dafür muss dann natürlich bei den meisten Geräten mittlerweile die Bodenplatte weg. In dem Fall muss der Akku dann abgeschraubt werden, ist er nicht aufgesteckt, sondern steckt direkt auf dem Mainboard. Display sollte man natürlich das Richtige gekauft haben. Das heißt, wenn man ein Display mit Touch hat, also mit Digitizer und Rahmen drumherum, dann braucht man das auch wieder. Hier ist das gleiche Display zum Beispiel ohne. Man kann natürlich auch beim Hersteller direkt nachschauen, ob es eine Anleitung gibt, wie man das Display tauscht. Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dann sollte man natürlich auch noch Schutzfolie auf dem Display drauf lasse, solange wie es geht. Und ja, wenn das neue Display dann nicht gehen sollte, externer Monitor anschließen, erstmal schauen, ob das Gerät dann grundsätzlich noch funktioniert. Das sind so die grundsätzlichen Dinge eigentlich. Das Video ist in Arbeitsschritte gegliedert. Das heißt, je nachdem, ob ihr den Arbeitsschritt braucht oder nicht, könnt ihr den natürlich auch überspringen oder durchklicken. Das müsst ihr dann halt schauen. Kann man eigentlich an dem Display, was man gekauft hat, erkennen, wie es verbaut ist oder wie man es tauschen muss? Ja, im Zusammenhang mit dem Laptop und einem neuen Display kann man es im Prinzip schon sehen. Man sieht zum Beispiel, ob es reingeklebt ist, wenn es zum Beispiel keine Verschraubungen hat. Hier sieht man zum Beispiel schon, da das Display keinerlei Verschraubungen hat, das da hat hier Brackets, ne, wo verschraubt ist, unten und oben. Und das hat gar nichts. Das heißt, es muss in der Deckel geklebt sein. Klebestreifen sind beim neuen Display keine mit dabei. Die muss man wieder wiederverwenden oder man muss es anderweitig reinkleben. Schaut da einfach bei eurem Modell beim Display im Shop nach. Mir bietet da so Universal Stripes auch mit an, die man dazu bestellen kann. Die, je nach Länge müssen die eventuell gekürzt werden oder angepasst werden. Aber dann kann man wenigstens das Display wieder ordentlich einkleben. Hier anhand vom Laptop kann man zum Beispiel schon erkennen, dass es hier eine Schiene hat. Die muss eventuell zur Seite geschoben werden oder sonst abgenommen werden. Erkläre ich nachher aber genauer. Oder dass hier zum Beispiel Verschraubungen unterm Frontrahmen sind. Oder dass der Frontrahmen so weggeht und man das ganze Gerät theoretisch zerlegen muss. So Kleinigkeiten kann man doch vorher vielleicht schon bestimmen. Ja. So, ich will euch jetzt hier im kurzen Überblick einfach mal zeigen, was es denn an verschiedene Display-Typen gibt. Vielleicht erkennt ihr da dann auch schon euer Display. Das ist eins, wo in der Deckel geklebt wird, wie man sieht. Das hat keine Verschraubungen. Dann haben wir hier im Prinzip das Gleiche, was in der Deckel geschraubt wird, über die vier Brackets. Dann gibt es hier die Variante einzeln, wo in der Deckel geklebt ist. Sieht man hier auch an der Klebestreife schon, die sind hier schon mit dabei. Alles andere muss man auch umbauen. Ein Touch-Display mit Digitizer erkennt man auch immer daran, an dem Foliekabel, was hoch zum Touch-Control-Board geht. Touch-Control-Board ist, wie man hier sieht, jetzt mit dabei, sogar das Kabel dazu. Ist aber nicht immer so, also manchmal sieht man dann auch nur das Foliekabel. Oder es gibt hier noch eine Variante, die ist geschraubt und geklebt. Muss man dann auch umbauen in den alten Deckel rein, sofern er noch ganz ist. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wir hatten gerade ein Gerät mit Schiene. Was muss ich da denn beachten? Gibt es da was Spezielles? Ja, bei den Schienen gibt es unterschiedliche Techniken. Mal ist sie nur aufgesteckt, mal wird sie seitlich verschoben und abgenommen oder sie ist im Frontrahmen mit dran oder manchmal
geht der Frontrahmen sogar so weg und sie bleibt am Deckel mit dran. Die vier Varianten gibt es im Prinzip. Wenn die Leiste seitlich rauszuschieben ist? Kann natürlich sein, wenn man sie versucht wegzuhebeln, dass die ganze Nase abbrechen, dass sie hinterher nicht mehr hält. Dann kann es sein, man braucht einen neuen Deckel und eine neue Schiene. In dem Fall, also man soll das versuchen, ob sie seitlich zu verschieben geht. In dem Fall merkt man es jetzt, dass sie zu verschieben geht. Das heißt, man muss auf jeden Fall die ganze Display-Einheit abbauen, da man sie sonst nicht rauskriegt, da hier zu wenig Spiel ist. Bisschen schwierig zu erkennen vorab. Im Notfall halt, da man hinterher eh schon offen hat, zum der Akku abhängen, einfach die ganze Display-Einheit abbauen. Ich zeige euch gerade auch mal noch ein anderer Frontrahmen. Da ist die Schiene zum Beispiel am Frontrahmen mit dran. Das heißt, wenn man sich unsicher ist, dann doch lieber die komplette Display-Einheit abbauen. Ja. Was sind denn so die typischen Fallstricke, wenn man die komplette Display-Einheit abbauen muss? Im Prinzip eigentlich nur drei. Man muss natürlich alle Schrauben am Scharnier lösen und dann alle Kabel, die durchs Scharnier in die Display-Einheit laufen, am Mainboard abstecken. Sonst reißt man sich natürlich das Kabel je nachdem ab. Beim Abstecken vom Steckverbinder müsst ihr euch den halt genau anschauen, damit ihr nicht das Mainboard zerstört. Das wäre sonst schon total schade. Wir haben dazu auch ein eigenes Video über die Steckverbinder, wo ihr nachschauen könnt, wie man die verschiedenen Steckverbinder löst. Ja, auch nichts mit Gewalt machen oder so, sondern schön vorsichtig. In dem Fall ist jetzt nur der eine, weil nur das eine Kabel hochgeht. Ich zeige euch gerade mal noch am anderen Gerät, dass es auch mehr sein kann und auf beide Seiten, hier zum Beispiel oder dieses hier oder die beiden WLAN-Antennen, die laufen da auch in die Display-Einheit hoch. Also im Grunde genommen alles, was in das Scharnier oder in die Display-Einheit reinläuft, genau, muss abgemacht werden. Muss abgemacht werden, sonst macht man es kaputt. Ist es sinnvoll, sich vorher einfach ein Foto zu machen von dem ganzen Innenleben? Je nachdem, was man natürlich alles abbauen muss, kann ein Foto nie schaden. Was man sich hinterher nochmal angucken kann, dass man die Kabel wieder alle aufsteckt, Scharnier wird da an der richtige Stelle verschraubt und so weiter. Also ein Schaden ist natürlich nie. Okay. Kommen wir mal zum Frontrahmen. Wenn ich den lösen muss, was sind hier deine Tipps und Tricks? Man sollte sich natürlich genau anschauen, ob er in der Ecke verschraubt ist. Hier sieht man es zum Beispiel. Da ist eine Abdeckung drüber, da ist eine Schraube drunter. Die muss man natürlich zuerst mal lösen. Die kann hier, wie hier aus Plastik sein oder auch so Gummi, muss man halt irgendwo am Eck vorsichtig drunter gehen, sodass man so wenig wie möglich Spuren hinterlässt und einfach abnehmen. Dann zieht man auch die Schraube. Dann kann man einfach da mit den Fingernägeln entweder, wenn man welche hat, drunter gehen oder man nimmt, wenn man jetzt keine Fingernägel hat, das entsprechende Werkzeug, also ist nicht unbedingt das Brecheisen, sondern je nachdem Kunststoff, Werkzeug und kann dann den Frontrahmen loslösen. Teilweise ist er auch noch mit dem Display verklebt, muss man halt vorsichtig ringsrum gehen, das Ganze ablösen. Hier bei der Webcam muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Theoretisch kann der Frontrahmen auch brechen, wenn man jetzt mit zu viel Gewalt dran zieht und es noch irgendwo zu arg hakt, muss man ein bisschen aufpassen. Beim Frontrahmen lösen, wenn das Display gespiltert ist, muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht schneidet, so wie es mir gerade passiert ist. Und dann kann man ihn wegnehmen. So, jetzt ist der Frontrahmen also weg. Das heißt, ich muss das Display aus dem Deckel rausbekommen. Was muss ich da beachten? Also erstmal natürlich, ob es verschraubt ist oder nicht. In dem Fall jetzt nicht. Dann die Position merken, kann man natürlich auch mit einem Foto machen. Meistens hat es unten ein bisschen Spiel und sitzt relativ weit oben. Rechts, links muss man meistens ein bisschen ausmitteln. Ich meine, das Spiel ist nicht groß, aber ein Millimeter kann dann schon was ausmachen. Also du meinst jetzt links, rechts im Rahmen oder so? Ja, genau, damit es wieder mittig im Frontrahmen, im Bild sitzt halt. Wenn man das Display dann rausnimmt, sollte man sich natürlich noch die Position der Kabel merken. Zum Beispiel vom Displaykabel, ist ja mitunter das Wichtigste.
wo es denn verlegt ist, damit man es auch wieder genau dort dann richtig verlegt und nicht irgendwie einklemmt, wenn man den Frontrahmen oder die Schiene wieder drauf macht. Sonst kann es zu Störungen oder zum Kabelbruch kommen. Dann eben, wenn es nicht geschraubt ist, ist es ja geklebt, dann muss man die Powerstripes suchen. Die sind manchmal unten, manchmal oben, manchmal sind es vier. Ist unterschiedlich, muss man sich halt angucken, wo man was sieht. In dem Fall sind sie jetzt oben schwarz. Ich habe jetzt auch gerade eine Weile suchen müssen. Jetzt muss ich den Deckel aber hinlegen, sonst kriege ich es nicht raus. Dann muss man sie halt vorsichtig rausziehen, Stück für Stück. Ich muss jetzt leider ein bisschen davor greifen, weil wenn man einfach nur so ewig lang zieht, dann kann es sein, es reißt irgendwann. Und dann hat man eine Fummelei, bis man es rauskriegt. Das heißt, wenn die reißen, was mache ich dann? Ja, das Display ist ja nochmal kaputt. Dann muss man halt mit irgendwas dahinter gehen, versuchen, dass man nochmal drankommt. Oder man muss es so raushebeln, was dann im Prinzip sehr unschön ist manchmal. Ja, wenn man es ein bisschen vorsichtig rauszieht, kann man es sogar wiederverwenden. Muss man natürlich auf beide Seiten machen. Wenn ich jetzt das neue Display einbaue, auf was muss man achten, um die typischen Fehler zu vermeiden? Man sollte es, wenn es möglich ist, im Normalfall ist es möglich, vorab natürlich testen, bevor man es dann wieder reinklebt. Das heißt, das Kabel am Display anschließen, am Mainboard anschließen und das Netzteil anschließen. Akku braucht man nicht verbinden und auch alles andere rein theoretisch nicht. Dann kriegt man zumindest ein Bild. Und ja, wenn dann alles funktioniert, erst wieder natürlich das Ladekabel weg und alles abstecken, damit man es dann ordentlich zusammenbauen kann. Apropos ordentlich zusammenbauen. Was muss ich beachten, bevor ich das Display jetzt wieder richtig fest verklebe? Ja, schaue, dass die Kabel halt ordentlich verlegt sind. Dass da nichts hinterm Display irgendwie liegt oder so. Gerade wenn das Display verklebt ist, will man es natürlich das neue Display nicht nochmal rausnehmen müssen. Sonst kann es natürlich auch beschädigt werden wieder. Ja, wenn man es dann wieder richtig positioniert und reingeklebt hat, dann kann man theoretisch Schutzfolie abnehmen, bevor man den Frontrahmen drauf macht. Hinterher geht es nicht mehr gut. Bevor man die Display-Einheit wieder ans Grundgerät anbaut, wenn man sie dann abgenommen hat, muss man natürlich die Schiene wieder anbringen, wenn sie zum Schiebe war. Muss man natürlich sich die Position angucken. Sieht man eigentlich, von welcher Richtung dass sie draufgeschoben wird, an der Schiene auch. Und von der richtigen Stelle draufsetzen und dann muss man es nur verschieben. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil noch alles lose ist. Mhm. Welche Tipps würdest du geben für das Wiederverbinden der Display-Einheit? Man muss halt wieder richtig ansetzen, wenn man alles ordentlich verbaut hat. Aufs Kabel achten oder auf die Kabel achten, die durchs Scharnier laufen. Auch hier dann wieder schauen, wo das Kabel entlang läuft oder verlaufen ist und wieder anstecken. Im Prinzip kann man da dann nicht mehr so viel falsch machen und dann den Deckel halt Akku wieder verbinden. Sollte man nicht vergessen. Ansonsten muss man die Bodenplatte halt nochmal abnehmen. Ja. Gut, bei den Touch-Displays ist es so, die sind eigentlich recht ähnlich zu den normalen Displays, aber trotzdem gibt es da ja Unterschiede. Auf was muss ich da achten? Zum einen, ob man eine Leiste hat, die man unten abnehmen muss, wo es dann verschraubt ist. Das ist bei dem zum Beispiel der Fall. Dann, ob man die komplette Display-Einheit abbauen muss oder nicht. Meistens ist es nicht der Fall, es sei denn, es ist so wie hier zum Beispiel ein Kabel mit dabei, das sieht man dann aber eigentlich auch. Dann muss man es auch abbauen. Und die Leiste, die da unten dran ist, die brauche ich für das neue Display dann auch noch? Genau, das ist wie beim Frontrahmen auch, muss man vorsichtig abnehmen, dass man es wiederverwenden kann. Mhm. Der Ausbau von der Display-Einheit funktioniert im Prinzip ähnlich wie bei den normalen Displays, die geklebt sind. Wenn man unten keine Leiste hat, die zum Abnehmen ist, dann muss man halt das Display entweder oben schon rauslösen, manchmal ist es auch unten, sodass man an die Stripes kommt zum Ziehen.
Wie ist das mit dem Touch Control Board? Ist das beim neuen Display dabei oder muss ich das umbauen? Ist unterschiedlich. Wie man es hier sieht, da ist gar nichts mit dabei. Da muss man alles umbauen. Und sieht man aber dann ja auf dem alten Display quasi, wie es verbaut ist, wie es dann aufs neue drauf muss. Ja, ja, klar, natürlich. Muss man sich halt anschauen und eins zu eins umbauen. Hier zum Beispiel ist es schon mit dabei. Das heißt, da muss ich nur noch das Kabel am Mainboard verbinden. Genau. Dafür muss man halt dann die ganze Einheit abbauen, dass man ans Mainboard kommt. Mhm. Und da muss man sonst nur noch das Displaykabel anstecken. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Und dann wünsche ich euch noch viel Erfolg beim Displaytausch. Bis zum nächsten Mal.